Jetzt haben wir das Spiel gewonnen und ihr seht eine weiße Flagge bei Donkey Kong. Was hat es mit dieser weißen Flagge auf sich? Ja, wir haben Spieler jetzt gefunden und zwar 4 Stück. Einmal Donkey Kong, Diddy Kong und jetzt will ich auch gleich den Namen wissen. Dixie Kong, okay, Dixie heißt die und Gamma. Also die haben wir freigespielt und sind jetzt in unserem Team. Und jetzt gehen wir rüber zu. Wer fehlt uns denn noch? Ja genau, Wario fehlt uns noch. A game? Fein, sicher ist das. Ja. Wir haben keine Chance, sagt er. Okay, werden wir ja sehen. Das war gerade ist auch geil. So, und jetzt habe ich auch die Möglichkeit, also da unten seht ihr es, ich würde auch mal gleich hier ein bisschen austauschen. Okay, den Diddy Kong werde ich gegen ihn einsetzen und ihn werde ich auch einsetzen. Gamba, was hat Gamba für Werte? Was hat... Okay, Anek ist keiner für Schläge. Okay. Ich kann die nicht. Ich kann die Position nicht ändern, okay. Also dann komm, du musst im Feld spielen, also wünsche ich dir viel Spaß. Die beiden kleinen nehme ich raus. Und das werde ich jetzt ändern. Also Donkey Kong wird jetzt als dritter schlagen. Birdo als sechster. Yoshi bleibt als erster. Und Diddy schlägt als letzter. So, damit kämpfen wir jetzt gegen Wario. Natürlich unter die gleichen Bedingungen. Und da wird auch kurz erklärt, was ist Charisma. Ist ein Symbol für Freundschaft. Das konnte ich gar nicht so schnell lesen. So, und das ist das Wario Kolosseum. Wario Stadion. So, erste Aufgabe gleich gegen Wario. Und Wario im Team war auch noch gut. Und die Aufgabe ist Get a Hit. Okay, jetzt habe ich nicht geguckt, was für Flaggen wir da haben. Mal kurz schauen. Scout Flags. Okay, Buhu. König Buhu war auch noch gut. Ja, Kamek, okay. Okay, die beiden Geister, die würden mich noch interessieren, weil mit denen habe ich Übung. Aber das macht nichts. Man hat ja gesehen, ich kriege eigentlich schnell die Übung mit jedem Spieler. Und hier haben wir anderes. Hier haben wir so künstliche... ja, wie soll ich das nennen? Also hier werden künstliche Tornados erzeugt, die den beiden der Luft so rumwirbeln. Und wir haben die Kettenhunde rechts oben und links oben an den Ecken. Was mache ich eigentlich hier? Weil das ist immer gleich durch, ja, mit dem Ball, okay. Genau mit den Kettenhunden, ja. Also den Ball hier schön in die Ecke schlagen ist ziemlich gut. Och, Kamek, ey. Wohin jetzt mit den nächsten Getter-Hit? Okay, Donkey Kong, jetzt machst du. Jetzt will ich einfach mal hier ein Home Run sehen. Okay, also können wir schon mal knicken hier mit Home Run. Denn ich bin mit meinem Donkey Kong ist auch out gegangen. So, Yoshi sagt jetzt mal hallo zu seinen Fans in auf den Tribünen hier. Zu Gambas, Toads und die alle anderen, die da zuschauen. Okay, er trifft den Ball, aber macht auch keinen Punkt. So, Waluigi, der Gauner, ist dran. Ja, perfekt, es ist was anderes, ja. Waluigi ist auch eher der Techniker. Mit dem Werfen. Jetzt haben wir Buhu. Am Schläger. Und der ist richtig gut eigentlich. Am Schläger, wenn man mit ihm umgehen kann. Kommt da, der macht dann Kurven, das ist, die sind richtig gut dann. Da kommst du dann kaum dran. Die sind dann so in den tiefsten Ecken, kann ich die boxieren, das macht richtig Fun mit ihm. So, aber nichtsdestotrotz, ich muss mit Shy Guys spielen hier, das macht aber keinen Unterschied. Oder keinen großen. Jetzt komm, ey. Foulball ist egal, ich kann noch 10 Foulballs kreieren. Ich bin dann immer noch nicht out. Der, oh Gott sei Dank. Wenn die Ketten nun im Einsatz sehen, das bezweifle ich, aber ich glaube, so ein Tornado kriege ich schon zum Einsatz. Och, der ist doch auch wieder katastrophal. Katastrophal geschlagen, meine ich natürlich. Okay, knapp verfehlt.
Der ist gut. Kann mir ganz so ein Problem, sehe ich gerade, mit dem Ball weitergeben. Das ist ein Vorteil für mich. Jawohl, der ist gut. Da kann Birdo auch durchrennen. Birdo, rennen! Ja, die ist durch. Und dann haben wir 2 Punkte schon geholt. Ja, 2 dicke fette Punkte auf unser Guthabenkonto. Oder ob es auf der Haben-Seite, ja, kann man auch sagen. Ich hoffe, ihr habt auch vieles auf der Haben-Seite und nicht in der auf der Soll-Seite, ja. Habt ihr schon mal Baseball gespielt, ja? Würde mich auch mal interessieren, habt ihr mal Baseball gespielt? Oder noch gar nicht? Oder habt ihr so Lust bekommen, ja? Also das macht echt Fun. So, Diddy Kong ist dran, also mit ihm habe ich ja noch weniger Erfahrung als mit Donkey Kong. Fall Ball. Renn weiter! Rennt weiter! Nein! Out! Ach, schade! Der war gut! Da seht ihr, was man mit künstlichen Tornados meint. Oder wie so. Da. Und da weiß man nie, wann der auffällt und wann der Ball rausgeht. Und der war richtig gut. Und da habe ich auch so einen Stern im Sand noch gefunden. Okay, König Buch stand und das wusste ich jetzt nicht. Hätte ich es gar nicht versucht, sag ich mal so. Also man muss auch wissen, wer wo steht, wer mit so Symbol Freundschaft hat und so. Also taktieren geht ja auch. Jetzt haben wir schon mal 4 Punkte geholt, das ist schon mal unser Anfang. Eigentlich ein guter Anfang. So, Wario ist dran. So, erster Strike. Der Strike sagt immer, was sagt er da? Ist egal, ey. Okay. Ne, traust dich nicht noch einmal weiter zu gehen, okay? Und da haben wir echt ein paar Power, Leute. König Buhu, die Piranha-Pflanze ist, glaube ich, auch noch so eins. Und Wario, also hier muss ich punkten. Out. Und der letzte, der hat sich zu weit nach links gestellt, dann konnte ich einfach rechts an ihm vorbei. So. Der rote Kamek. Könnt mich gerne aufklären, wenn ich hier irgendwas Falsches sage über die Charakter, aber alle kenne ich auch nicht. So, 2-mal out. Und damit hat er wieder 0 Punkte und so. Damit sind wir wieder dran. Und wir haben ja eine Mission, Aufgabe, und zwar Get a Hit. Die Aufgaben kommen auch immer willkürlich. Und der ist auch Schrott. Ne, der ist noch gut. Da ist nämlich noch ein Fable drin, okay. Der ist clear damit. So, 2 Power-Leute treffen aufeinander. Perfekt, das ist ein Home Run. 2-1 Homer. Homer Simpson. Homer, was für du, was machst du auf der Arbeit, ja? March. Ich arbeite hier. Echt? Nee, hätte ich nicht gedacht. Aber ist leider so. 2 Punkte. Sollte kein Witz sein, ja, falls ihr das jetzt denkt. So, der ist Katastrophe. Wenn er über die Mauer geht, ist der gut. Aber nur dann. Okay, was ist die Aufgabe? Get a Hit? Jawohl. Nee, renne durch oder schlagen wir mal. Gibt's bestimmt auch. Den nicht durchlassen sollen, wäre besser gewesen. Aber egal, ja, aber da gibt es leider keinen Hormon für. Okay, geht da, haben wir geschafft. Clear. Weiter geht's. Birdo ist dran. Na gut, ich glaube, die letzte Flagge kriege ich nicht mehr. So, out. Ach, ich hatte noch. Eigentlich nur ein Out. Okay, ja, ich noch B drücken können. Habe ich jetzt nicht mehr gemacht.
So, Kamek, zwei Kamek und die Murant Tyrannia kommt dann noch. Also perfekt getroffen, ja. Der war wirklich gut getroffen, aber leider zu tief. So, wir haben eine Aufgabe, finish the player out oder get the player out. Okay, einfach ausschlagen. Das muss jetzt nicht heißen, strike out, das kann auch einfach, einfach nur out, irgendwie den Spieler out bekommen. Wie ist egal, ob es auch out, das wird doch so passieren. Clear! Und die Pflanze, ja, die ist auch eine Power-Spezialistin mit ihren Blättern an der Seite. Und der letzte, und out. Ja, out, letzte Game! Und nochmal schön in der Video noch sehen, zack. Wow. 6-0, Wario besiegt. Oh, muss ich mir langsam gemütlich machen hier. So, ja, MVP. Yoshi, auf zur Map zurück. So, damit haben wir jetzt die vier besiegt. Ja, und wir kommen damit zu Bowser. So. Ja, komm. Okay, Donkey Kong. Auch was dazu bekommen, aber es interessiert mich nicht. Wir gehen jetzt zu Bowser. So, und der hat natürlich auch richtig, das wird jetzt richtig schwer. Denn der hat, könnt ihr euch glaube ich denken, was der hat, oder? Knochentrock und Hammerbrot und gleich drei davon von der Sorte. Aber das ist wirklich so ein Power. Und der Dunkle hat auch noch, wie heißt der Dunkle Knochentrock eigentlich? Weil der fängt gleich auch bei denen an. So, wir können natürlich keinen bekommen. Und wir spielen jetzt nicht mehr drei Innings, sondern wir spielen fünf Innings. Also fünf Durchgänge. Der Rest ist geblieben. Und das ist das Bowser Stadion. Ja, wer hätte das gedacht? In der Burg drin. Die Skyblöcke. All legendär von Bowser. Und diese Skyblöcke sind die Star Change. Also die Star Skills. Und jetzt müssen wir hier fünfmal gewinnen. Und hier kommt auch noch Gewitter noch dazu. So, das mache ich mal so einen Ball. In Hoffnung, ich komme durch, weil das klappt manchmal. Ja, mit Yoshi ist das gut machbar. So, Bowser, der wirft noch eigentlich. Der wirft eigentlich für meine Verhältnisse gut. Ich treffe diesen scheiß Ball einfach nicht. Da muss man so ausdrücken. Und dahin haben wir noch so einen kleinen Lavasee. Da kann der Knochentrock getroffen werden, wenn er falsch geht. So, Donkey Kong, komm, machen wir unseren ersten Punkt hier. Alter, was mache ich jetzt? Warum renne ich eigentlich den Ball weg? Ah, ne, der ist auch scheiße. Der lässt ihn fallen. Fayball also. Da war der dunkle. Wie heißt der dunkle Knochendruck? Meine Frage an euch. Hat der einen bestimmten Namen oder ist er einfach nur so? Oder habt ihr ihn auch noch nie gesehen? Ja, damit gehen wir mit 0 Punkten in die andere Runde. Der hat doch bestimmt einen Namen, oder? Weil ihr seht, der Schachen auf dem Panzer, der heißt auch so. Das hat einen anderen Namen, definitiv. Ich habe den noch nie in einer Reihe gesehen. Rote Augen, der sieht schon so finster aus, der passt zu Bowser. Und der okay, blauer halt, ja. Okay, die bewegen sich nicht weiter. So ein und die haben richtig Power. Nein!
Okay, die machen einen Punkt. Aber ich habe schon Homerun kommen sehen. Oder? Aber wird der gefehlt? Oh, doch ein bisschen, ja. Oh, so ein bisschen mit Player aus Versehen weggeklickt. Und jetzt ist Bowser und jetzt auch Power. Autsch. So, Bowser Junior, der natürlich auch Power. Mit seiner Maske da ein bisschen. Swag out! Okay, die beiden Spiele habe ich rausbekommen. Und der nächste mit Power. Oh, das war wichtig. Gut gefangen, gelber Schreiger. Weil ein Punkt, das kann ich noch aufholen. Ein Punkt ist machbar. So zum Beispiel. Obwohl ich ihn nicht gut getroffen habe, aber es hat gereicht. So, Birdo ist dran. Der ist scheiße. Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Okay, werde nochmal weitergelaufen. Weißt du, zwei dann an einer Base gehen können die nicht. Oh, jetzt wird eher. Jetzt wird es echt problematisch. Wer ist dran? Okay. Renn einfach durch, Birdo. In der Hoffnung, dass er den fallen lässt. Ne, leider nicht. Okay. Das ist weiterhin 0 Punkte für uns. Okay, das ist jetzt ein bisschen Hoffnung. Jetzt kommt mal kein Powerlauf an. Nur ich muss nochmal Bruder irgendwie out bekommen. Out, alles klar. Das war mir am wichtigsten. Weil das sind Techniker da. Bowser Schwachstelle ist eigentlich die Leute im Feld. Also wenn man die Bälle wirklich platziert, dann hat man eine Chance. Aber nicht so wie ich gerade da immer schön in die Hände spielen. Dann bringt mir das nichts. Ich muss jetzt gleich im nächsten Rückgang versuchen, einfach mal die Bälle platzieren. Zu schlagen. Und nicht zu den Spielern einfach mal direkt hin, ja, weil das bringt mir nichts. Okay, der hat zu wenig Kraft. Oh, das meine ich damit, direkt auf den Mann, das ist schlecht. So, Yoshi schon mal auf ID Base Number One. So, das muss ich aber jetzt verbessern hier. Verdammt, ey! Wer ist jetzt dran? Donkey Kong. Oh, das könnte jetzt echt was werden. Aber das sollte auch was werden mit seinem Handschuh. Der muss jetzt sitzen. Nein! Oh, nein! Oh, oh, oh. Also, wir spielen ja natürlich zurück 5 Innings. Das heißt, ich kann den Punkt immer noch irgendwo aufholen. Der ist natürlich ein der war einfach, der war ein gefundenes Fressen für meinen Fänger. Okay. Strike number 2 and the number 3 coming. No, no. Ja, out, nein! Schafft er noch! Oh nein, den habe ich out gesehen. Den habe ich echt ausgesehen, ey. Aber nein, war leider nicht der Fall. Jetzt der ist aber out. Oh, Bowser, der wird echt eine Nuss. Nein! Okay, egal. Das können wir noch gut wegmachen. Okay, das war ein Ball, den habe ich jetzt selber verhunzt. Der war knapp, den hätte er nur treffen müssen. Der war wiederum gut von mir. Und der letzte. Jawohl. Change. Das wollte ich jetzt gerne.
Weil der war wichtig. So, damit fangen wir an mit dem blauen Shy Guy und Bowser wirft. Ach, bisschen fies. Der war da, der war einfach zu kriegen. Musste ich mich nicht verstellen. Er sich leicht nach, ich glaube nach rechts oder links bewegt, das hat gereicht. Okay, den lasse ich durch. Da habe ich zu spät geladen. Da habe ich eigentlich auch schon zu spät geladen. Und der ist out. Aber man hat doch nur 3 Versuche, ja? Der ist gut, der ist gut. Damit habe ich meinen Punkt. Ne, habe ich nicht. Habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht. Bleibt bitte auf die Basis stehen. Wer kommt jetzt? Okay. Der ist gut, damit gehe ich in Führung. Oh, nee. Oder? Out. Oh. Oh, ja, mit vollem Körpereinsatz vom Birdo. Oh. Aber hat leider nicht gereicht. Aber wie mit vollem Körper einsetzt. So, weiter geht's. Nächste Runde. Hier fährt der Durchgang. Für die. Out. Genau, Yoshi, zeig dein Arsch hier beim Out von für die. Das kann auch wieder mehr durch dich verstehen hier. So, und noch ein Out. Nächster bitte. Also wir haben natürlich keine Mission. Out. Perfekt. So, jetzt kommt's. Jetzt kommt die entscheidende Runde hier. Ach, was mach ich denn? Den lasse ich durch. Der ist gut, der ist gut. Safe. So, Yoshi, du musst was reißen. Safe, safe, yes. Das war richtig gut. Aber der Schlag war schlecht, ja. Aber das Spiel von mir war gut. Safe, safe. So, 2 zu 1. Nein! Triple Play! Oh Gott, ey. Ah, ich hab gedacht, den kriegt er nicht. Aber ich führe. Ich führe. Das ist das Wichtige. Und 3 Knochentruppen kommen, okay? Jetzt heißt es zusammenreißen. Und den Sieg nach Hause fahren. Aus einer 1-0 Rückstand hier mit 2-1 gehen. Das wäre super. Komm, noch ein Out. Komm, Yoshi, come on. Yes. So, einen noch Out kriegen. Das war den da. Ja, Out. Er ist Out. Sieg. The game. 2 zu 1 gewonnen. Tschüss, Bowser. Eine schöne Partie. So, grüner Schlag erstmal im MVP. Nee. Congratulations, your team is number 1! Wenn ihr denkt, das war schon mit diesem Let's Play, nein, enttäusche ich euch. Wir machen natürlich weiter. Also wenn ihr nur die Challenge mal ein bisschen langweilig hier, dann wird das ja ein sehr, sehr kurzes Let's Play. Aber wir haben die Trophäe in der Hand. Und wir kriegen eine Botschaft. Ey, bist du gesagt, Congratulations? Ja, das ist ein bisschen mager, ja. Das war unser Team. So,
So, das war Mushroom, also leicht. Das war der Pilzgab, den Challenge the Next Level. Und das werde ich auch sagen, wir machen einfach You Can Now Sell It. Und wir haben die Bowser-Festung freigeschaltet. Und den Flower Level. Und wir können Baby Luigi benutzen. Ja, jetzt natürlich jetzt im Party, im Party-Modus. Ja, also nein, im normalen Spiel halt. Normalen Spielmodus. Ja, ich möchte gerne speichern. Ja, und ich sage jetzt einfach mal nicht bis zum nächsten Mal. Nein, wir spielen fröhlich weiter, oder? Ja, genau, wir spielen weiter. Und zwar hier können wir ihn jetzt benutzen. Ich mache mal kurz hier zwei Spieler schnell, dann kann ich es euch zeigen. Also hier sehen wir alle Spieler. Und da sieht man natürlich auch ein paar Fragezeichen. Anuki hießen die, okay. Die heißt Piata, okay. Da sieht man halt so die Werte, ja. Aber dazu...